Grüß dich, Leonard. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist ganz ein besonderer Tag. Heute nehme ich mit zu unserem ersten gemeinsamen Beintraining und sage euch mal, wie das für mich ausschaut. Vor allem für einen, der extrem lange Zeit keine Kniebeugen gemacht hat und trotzdem gute Füße hat. Das heißt, wir werden jetzt noch ins Happy Fit fahren und ordentlich Beine ballern. Aber davor müssen wir unbedingt nur zur Post, weil jetzt liegt seit mehreren Tagen ein Paket von meinem Sponsor Variodurten und ich möchte unbedingt schauen, beziehungsweise euch erzählen, was da drinnen ist. Kann es kaum erwarten. Es liegt leider schon so lange, weil ich sagen muss, die letzten Monate, also April, Mai, waren jetzt besonders stressig. Ich war ja freiwillig im Zivildienst, bin dann eben selbstständig, das Training soll dann nicht kurz, also zu kurz kommen. Das tut sich immer viel, aber heute hole ich mir es ab und dann nach dem Training schauen wir sie gemeinsam an, was drinnen ist. Puh, also die letzten zwei Monate, besonders eben der April und der Mai, haben es schon ordentlich in sich gehabt. Ich war die letzten zwei Monate jetzt freiwillig als Zivildiener dort unterwegs im Altenheim und habe bei den täglichen Aufgaben ein bisschen mitgeholfen, geschaut, dass die Älteren gut aufgehoben sind und die Pflege ein bisschen entlastet ist. Und es war natürlich immer jetzt eine ganz normale 40-Stunden-Woche. Dann habe ich aber parallel dazu genauso weiterhin trainiert. Habe eine Selbstständigkeit, die doch nicht so abgeflacht ist wie erwartet zu Beginn, und gleichzeitig auch mit YouTube begonnen. Also ist dann doch ein bisschen mehr geworden wie erwartet und so, keine Ahnung, vielleicht 70, 80 Stunden Wochen waren dann eher nicht die Seltenheit und bin schon ziemlich am Limit jetzt. Also so schön und wertvoll und bereichernd die Zeit war, ich sage immer ganz gerne, das sind Sachen, die man da erlebt, die kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Ich bin schon irrsinnig froh, dass jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt, ich wieder ein bisschen abschalten kann, wieder die Batterien aufladen kann, weil wie gesagt, es stehen einfach aktuell so viele Sachen in die Startlöcher und die möchte ich nicht missen, dort möchte ich ordentlich Gas geben, aber dazu brauche ich Energie und ich würde jetzt schon merken, dass ich schon langsam am Limit bin, würde ich jetzt einmal sagen, aber der Schluss kommt jetzt genau richtig. Mal schauen, dass ich wieder fit werde. Und passend dazu hole ich mir jetzt meine Subs von der Post ab, damit wir mal den ersten Schritt einleiten, um wieder die Batterien ordentlich aufzufüllen. Yeah! Großes, fettes Backel von Vario. Ich freue mich schon richtig aufs Aufmachen. Ich hoffe, es hat halt jetzt Platz auch im Auto, weil mein Auto, Alter, das ist ein einziger Sauhaufen da hinten. Ich sag's euch, am liebsten würde ich jetzt eigentlich umdrehen und heimfahren und das Backel aufreißen und mal schauen, was drinnen ist und alles Mögliche ausprobieren. Aber wie gesagt, jetzt steht ein Beintraining an und mich freut's nicht recht. Ich bin miert. Aber was soll's, da müssen wir durch heute. Hilft eh nichts. Wie gesagt, Zivildienst ist bald vorbei und dann gibt es wieder 100% Fokus aufs Training und dann wird wieder ordentlich angegriffen. Es ist halt nicht jede Phase gleich. Hilft nichts, gegessen habe ich genug, also Ausreden gibt es keine, Power sollte da sein. Und ehrlich, ich kann auch nicht mehr aus. Also jetzt bin ich da, jetzt rein im Mom, fetz mal ordentlich rein und gib mir Gas. Was man eigentlich auf einen Arnold Classic kriegt, wenn man die gewinnt, einen Gesamtsieg macht. Das ist eins davon, ein richtig geiler Weight Belt. Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich gar nicht damit trainieren, aber gerade bei Kniebeugen, am Beintag und generell fürs Training ist halt das schon Motivation pur. No choice.
revolution. Ja, ich habe jetzt wieder ein weiteres Beintraining, einen Weg zum Mr. Olympia absolviert. Und es war ehrlich gesagt, wie erwartet, nicht so gut. Aber es zieht sich jetzt schon ein bisschen durch die ganze Woche. Ich bin immerhin die ganze Woche schon aufgestanden und habe mir gedacht, ich fühle mich wie zusammengeführt, bin komplett verspannt im Rücken und so weiter. Aber wir haben es durchgezogen, das ist das, was zählt. Es waren insgesamt 7 Übungen für den Quad und für den Beinbeuger, 2 dann am Schluss fürs Wadeln. Begonnen haben wir mit der Beinpresse, sind dann weitergegangen zu Kniebeugen. Wie viele wahrscheinlich wissen, habe ich immer gesagt, ich mache für meine Beine keine Kniebeugen. Habe ja die ganze Vorbereitung nicht gemacht, aber ich bin jetzt gerade, zumindest was Beine betrifft, relativ schmerzfrei, wenn ich mit denen dahinter bin und möchte mich trotzdem wieder zubetasten, weil ich einfach finde, dass es wirklich eine geile Übung ist und du mit Maschinen wahrscheinlich nie so viele Muskelgruppen auf einmal abdecken kannst wie mit einer guten alten Kniebeuge. Und möchte jetzt schauen, dass ich mich früher oder später wieder auf die 200 Kilo zubetast, schön satzelt damit, vielleicht geht ein bisschen mehr, aber wichtig ist, dass die Knie und vor allem die Patella standhalten. Dann haben wir noch ein bisschen Beinstrecker gemacht, sind weitergegangen zu gestreckten Kreuzheben, zum stehenden Beinbeuger, zum stehenden Beincurl, Adduktor und Abduktor und am Schluss noch 2 Übungen waren. Das heißt, insgesamt 9 Übungen waren schon, haben sie in sich gehabt, war vom Volumen sicher eher viel, aber es hat passt. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht so meinem normalen Trainingsprinzip treu geblieben, wo ich immer gesagt habe, ich habe einen Top-Set und einen Backoff-Set, der was eins versorgen geht. Ich gesagt, zum einen war ich heute sehr müde, zum anderen bin ich immer nur dabei, weil ich in der Diät ein bisschen improvisieren habe müssen, meine Top-Übungen zu finden, die ich jetzt dann wirklich im nächsten Aufbau konsequent durchziehen kann und wo ich stärker werden kann. Und ja, wenn ich die habe, ist wieder feuerfrei, werden die Kalorien erhöht und wir starten mit der Off-Season. Das kann jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Ich denke, das wird spätestens Anfang Juni jetzt der Fall sein, vielleicht sogar ein bisschen früher. Ich bin auf jeden Fall ready, ich bin extrem heiß drauf und will mich nur noch verbessern. Das war jetzt natürlich nur mal kurz und kleiner Einblick ins Beintraining. Vor allem gibt es nicht wirklich viele Infos dazu, das ist mir klar. Wenn es aber euch interessiert, dass wir mal ein genaues Beintutorial machen, damit ihr erfahrt, worauf ich Wert lege. Haut es in die Kommentare unten rein, gibt es vielleicht gleiche Fragen dazu. Wir haben es in Zukunft natürlich am Radar, aber möchten dann schon genau wissen, was euch interessiert. Ja, aber jetzt geht es natürlich einmal heim auf uns Waterbuckel und ich bin schon richtig gespannt, was da drinnen ist. Ich stehe jetzt da mit meinem Buckel von Vaju und jetzt vielleicht mal ganz kurz davor, wer ist Vaju eigentlich? Vaju ist ein deutsches Unternehmen, welches Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Und wie bin ich zu Vaju gekommen? Das ist eigentlich ganz witzig, weil nach der Arnold's Classic
ist natürlich erst einmal ein Medieninteresse entstanden und ich war eigentlich in Verhandlung mit mehreren Firmen aus dieser Branche und war schon ganz kurz davor, eigentlich handfest was abzuschließen. Und dann ist Vario auf mich zugekommen, ganz konkret mit Manuel Bauer. Danke an dieser Stelle nur mehr. Ich habe dann kurz darauf einmal Kontakt gehabt mit dem Geschäftsführer und muss sagen, dass ich eigentlich nach den ersten zwei Gespräche schon gemerkt habe, da ist echt was Großartiges im Kommen. Mir war von Anfang an klar, das ist noch eine Firma, die sich in der Startphase befindet, aber ungeheuer viel Potenzial hat. Das ist angefangen von der Geschäftsführung und betrifft ja das ganze Team. Bei Vario ist es einfach so, dass nicht Produkte, die es ohnehin schon gibt, einfach neu verbockt werden und derselbe Scheiß unter einer anderen Plakette verkauft wird, sondern dass so viel Kompetenz drinnen ist, sich die Leute im Hintergrund mit Produktentwicklung beschäftigen und wirklich schauen, dass man das Bestmögliche für einen Athleten, für einen Sportler rausholt. Und diesen Ansatz habe ich einfach wahnsinnig geil gefunden. Aber zu guter Letzt muss ich auch sagen, dass bei Vario sehr viel Wert auf die Athleten gelegt wird. Mehr wie bei anderen. Du bist nicht einer von vielen, der mit dem, was er hat, ausgebeutet wird, sondern du bist einer, der gefördert wird. Und das war mir irrsinnig wichtig, dass ich sage, ich bin nicht nur ein Athlet in einem bestehenden Team, sondern ich bin und bleibe der Fabian Meyer und kann auch meine Marke Fabian Meyer weiterhin ausbauen. Aber jetzt habe ich genug geredet. Wie gesagt, schauen wir einmal, was da drinnen ist. Ist auf jeden Fall maschinenvoll. Also fangen wir an mit den großen Dosen. Ich weiß ja natürlich, was die großen Dosen sind. Das ist das 2C Plus. Das ist ein Zwei-Komponenten-Protein zu 75% W-Konzentrat und 25% Casein, sprich, das ist extrem cremig, was das Casein ausmacht. Es hat ein schnell verfügbares Whey, es hat ein langsam verfügbares Casein. Und die Besonderheit ist da sicher, dass es bei der natürlichen Vanille mit echter Vanille gearbeitet. Das heißt, der Geschmack ist sehr natürlich, nicht so extrem penetrant. Man kann es immer trinken. Und beim Milchrestzimt, allein der Name schon Milchrestzimt, also es trifft genau das, was die erste Intention dahinter ist. Ist es so, dass da mit einem hochwertigen Seil und Zimt gearbeitet wird und die ganzen Discount-Produkte werden sowas nie anbieten können. Es ist sehr, sehr gut verdaulich, weil Verdauungsenzyme drinnen sind. Das heißt, da braucht man sich niemals Gedanken machen, dass man es nicht vertragt und selbst für Laktoseintolerante ist es deshalb auch möglich. Es gibt aktuell 4 Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt einmal Schoko-Vanille in der Hand, getestet, für sehr gut befunden. Milchrest-Zimt, genau dasselbe. Und dann haben wir noch natürliche Vanille, was mein Favorite zum Kochen ist. Es gibt noch Joghurt-Pfirsich, Kind, den man für den Sommer sicher gut vorstellen. Aktuell brauche ich es nicht, ich bin nicht so der fruchtige Typ. Also eher auf der süßen, schokoladigen Seite, da bin ich angesiedelt. Es ist in die Kommentare schon gefallen, ob mir der Dunstabzug nicht am Arsch geht. Ja. Seit ich das gelesen habe, die Dunstabzug haben, die muss hecher. Wir haben mTOR EAAs drinnen. EAAs, essentielle Aminosäuren, das Besondere daran ist, es ist ein Hydrationskomplex drinnen. Es ist so, dass wir pro Portion beinahe 20 Gramm Aminosäuren haben und davon sind 6 Gramm Leucin, was sicher wesentlich mehr ist wie bei der Konkurrenz. Geschmäcker sind Orange. Orange erinnert mich dabei, muss ich sagen, es ist säuerlich, es ist nicht so süß, das heißt, man kann es längerfristig trinken und es ist so, ich würde es beschreiben wie die Nimm-2-Zuckerl, das Orangenzuckerl, das ist mega geil. Ich kann es immer trinken und trinke es aktuell mit 30 Gramm Pre-Workout und 30 Gramm Intra-Workout, das heißt eigentlich am Training so 60 Gramm. Ist natürlich eine große Menge, ist mir ganz, ganz klar, aber ich liebe es einfach und ich schaffe es auch nicht einmal, dass ich es im Training übers Training verteile, weil es mir so schmeckt. Meistens habe ich es beim ersten und zweiten Satz von der ersten Übung ausgetrunken. Und dazu vielleicht auch zu erwähnen, neuer Geschmack, Pfirsich, Maracuja. Thomas, wie schmeckt es? Ausgezeichnet. Ich glaube, es toppt Orange auf jeden Fall, oder? Perfekt im Sommer. Ja. Absolut richtig. Mit Eiswürfeln, ganz ehrlich, ich meine, ich bin Sportler, aber selbst da sage ich, das könnte auch mit Wodka schmecken, auch wenn ich das jetzt nicht promoten will.
Dann haben wir nur 2000 Meter Blass selber, weil ich bin mein täglicher Begleiter, dreimal am Tag, jeweils 4 Gramm, ich glaube, wenn ihr aber 5, verbessert die Fettoxidation, die Fettverbrennung, erhöht den Kalorienbedarf, Abraktion hat mehr Kalorien und Studien sagen, man verbrennt mit dieser Kombination zwischen 14 und 32 Kalorien mehr in der Stunde. Das heißt, wir ertrinken uns ein Defizit. Super in der Diät, hocheffektiv auf nüchternen Morgen vom Cardio, genauso in der Off-Season eine Möglichkeit, um die Fettverbrennung zu optimieren. Also das ist was für mich aktuell der Satz ist für Energy Drinks, was mein Kaffeekonsum extrem reduziert hat und null zu geil geschmeckt. Aber auch gleich die Info vorweg, es werden neue Geschmäcker kommen. Das nächste Produkt ist ein Intra-Workout, welches es wirklich in sich hat, hochwertige Inhaltsstoffe hat, aber dazu ein bisschen mehr in Zukunft, wenn ich auch das Datum sagen kann, wenn es released wird. Weiters, jetzt keine Produkte von Vario habe ich noch drinnen, Kidney Support, weil jeder weiß, der Wettkampf-Bodybuilding betreibt, Gesundheit ist das oberste Gut und wir wissen, Wettkampfsport oder Sport auf sehr hohem Niveau, gerade da, wo er für die breite Masse interessanter wird, ist nicht immer das Gesündeste. Von dem her müssen wir auch auf unsere Organe schauen. Inwiefern das jetzt wirklich was bringt, träume ich noch nicht sagen. Ich teste das das erste Mal an. Erhoffen wir auch vielleicht nicht nur subjektive, sondern wirklich messbare Veränderungen in einem Blutbild. Habe es jetzt vor kurzem uns machen lassen, der passt alles, aber man kann natürlich trotzdem Trends und Tendenzen auch dann ableiten. Werde auf jeden Fall Feedback geben und bin sehr, sehr gespannt. Wobei ich glaube, dass man bei der Nieren ohnehin nicht sehr, sehr viel beeinflussen kann. Das ist eher ein bisschen schwer. Viel, viel besser steht es da wiederum bei den Blutfettwerten, beim Cholesterinwert und unter anderem auch beim Ziel, das HDL-Cholesterin zu erhöhen. Da nehme ich jetzt täglich Zitrus-Bergamott. Das ist das erste Mal und ansonsten war ich immer sehr gut bedient mit Fischöl, ausreichend Cardio und einer guten Ernährung. Und das hat für mich eigentlich immer gereicht, dass ich einen guten HDL zu Gesamtcholesterinquotienten habe. Das ist jetzt natürlich nur mehr ein kleiner Auszug aus den Subs, die ich nehme. Gerade wichtig als Wettkampfsportler sind natürlich die Gesundheitssubs, da gibt es wesentlich mehr. Da hinten steht noch ein kompletter Paletten oben. Das werde ich dann aber mal in einem eigenen Video erläutern, wie ich das handhabe, was extrem wichtig ist als Wettkampfsportler, welche Dosierungen, wie ich es einnehme und wie lang. In diesem Sinne hat es mich wieder gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.